Ist nichts Gescheites, ne? Jo, Cassius, ich bin's, Vaughn. Vaughn! Ich hab das gesehen! Ich bin ziemlich beschäftigt mit einem geheimen Projekt. Ja, versteh schon. Ist super fixe Frage. Hast du meine Kumpel gepflanzt, Monster? Ich würde niemals eure Kumpel verpflanzen, Monstern. Hector versprach das. Ach, ich verstehe. Ich wurde von einem irren Größenwahnsinnigen ausgetrickst. Mein Fehler. Hey, das passiert den Besten, Bruder. Kommt in mein Geheimlabor. Der Eingang ist durch die alte Talmine. Ich beginne sofort mit der Arbeit an einem Gegenmittel. Ich hab die Mine im Blick, Lilith. Ich melde mich, wenn ich was sehe. In Ordnung, Mordecai. Der Kammerjäger wird dich dort treffen. Oh, das ist hier. Ich bin Mordecai. Ach, das ist da hinten. Okay. Willst du fahren? Ja, wenn wir ein Fahrzeug... Ach, das steht ja hier, glaube ich, noch, ne? Oder ist das schon weg? Nee, weg. Musst du ein neues anfordern. Oh ja, ich fahre da mal ein Fahrzeug an. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, Ende. Im Fahrzeug spawnen. Ich sitze oben. Nee, ich sitze unten. Ja. Wie steuert man das? War das mit der Maus? Ach, mit der Maus war das, ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her, du. Endstation! Ja, bei mir baut sich auch Schild und Lebensenergie automatisch auf. Ich habe so ein komisches Schild, glaube ich, mal irgendwo gekriegt oder gekauft oder... Kann ich mich erinnern. Ja, bei dir macht das ja keinen Sinn. Nö. Ne? Oh. Der hat gepieselt und der hat die Hose nicht aufgemacht dabei. Jetzt wird er angegriffen. Neue Vögel. Oh. Ach stimmt, das ist der neue Bloodwing, ne? Oh, hast du das gesehen? Der hat den Kopf verloren. Wer will das Erste? Das ist Talon. Ach, das Mordecais bist du. Neuer Vogel. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Was ist Talon? Mordecai wurde von Pflanzenfreaks angegriffen? Oh. Kammerjäger, folge Talon. Warte mal. Ich will mal gucken. Oh, hier kann man gucken. Stärker! Kannst du auch mal, willst du auch mal gucken? Ja, ich gucke. Ach, du stehst bei mir daneben. Naja. Dann folgen wir immer. Hui! Ja. Ich habe immer noch nichts von Mordecai gehört. Folge Talon. Wir haben schon zu viel verloren. Wir Denn dürfen Mordecai Auto. Nicht verlieren. Er ist der beste Scout der Raiders. Wir haben von Anfang an zusammen gekämpft. Ich kann auch scharfschützeln. Mordecai habe ich auch gespielt hier in Borderlands 1 Game. Ja, ich kann mich erinnern, hier war was. Hast du es eingesammelt? Ja, als wir zusammengespielt haben, weiß ich gar nicht. Wir haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt. Wir haben zusammen gekämpft. Deswegen haben wir aber so ich habe Borderlands 1 dann nochmal neu gespielt. Als Roland starb, half mir Mordecai durch düstere Zeiten. Hätte Jack nicht ohne ihn erledigen können. Die Crimson Raiders wären nicht dasselbe ohne Mordecai. Ja, wir werden ihn schon finden. Was eingesammelt? Hier ist irgendwas. Den Mordecai habe ich gespielt, ja, der darf nicht spielen. Den Ronan-Chip, den hast du ja nur gespielt. Scheiße, was war das? Ach, von da! Lass mir ein! Kein Problem. Du hast mir den nicht gelassen. Ach, warte, mach das Auto kaputt! Ich hab dich wiederbelebt, oder? Ja, ja. Du mich wiederbeleben. Jetzt muss ich dich wiederbeleben, warte. Halt durch! Ich ja, bin na klar. Explosionen des Lebens! Ich beleb dich ja instant wieder. Das ist hier Seele für Seele, hab ich jetzt gerade gelesen. Oh, schön. Ah, ja, wir haben das ja auch zusammengespielt und haben dann auch so geskillt, dass das Sinn macht irgendwie, ne? Kann ich mich erinnern. Der ist ja grün! Ich krieg ja niemals tot.
Heil mich, komm zu dir. Heil mich. Ja, warte. Ja, das war eine gute Idee. Und das Gute ist, ich brauche ja 33 HP. Bam! Weg mit dir. Ja! Bam! Ich mag die Stimme, kannst du die nicht immer haben? Ach, jetzt schieße ich schon auf dich, weil ich dich so schön finde. Ich wunderschönes Elend! Bam! Sterbt alle! Na, jetzt geht's dann noch gegen die Gegner, die sehen ja schon sehr elitenmäßig aus. Mordekaiser. Aber als wir noch gegen Banditen gekämpft haben, da konntest du mich echt nicht mehr. Ja. Einzig wäre nur nötig. No scope required. Da kommen die nächsten. Yo, Kammerjäger, beeil dich! Ich stecke in der Klemme und brauche Hilfe! Ich bin noch gleich da. Schütze durch, Mordekai, der Kammerjäger kommt. Kammerjäger, ja verdammt! Zeigen wir diesen Salatköpfen, wozu die Raiders in der Lage sind! Nein, ich halte es nicht aus! Oh, warte, Nachlang! Ah. Ich sehe, ich habe gar kein Dings hier. Lass mich! Ich hatte, konnte gar nicht anvisieren. Nimm es! Mit dem. Ich war gar nicht bei dir. Was? Kaka oder warst du das eben? Huch, ah. Da kommt Hilfe. Geht's dir gut? Lilith, diese Männer haben mich erwischt. Verdammt, Mordekai ist infiziert. Wo kam das jetzt her? Das ist meine Schuld. Wir brauchen das Gegenmittel, jetzt. Ich bringe ihn zurück ins Lager. Geh durch die Mine und such den Wissenschaftler. Ausgezeichnet. Ich erwarte gespannt deine Ankunft. Viel Glück bei der alten Dahlmine. Ich hab gehört, dass es dort spukt. Verflucht viel spukt. Na, dann gucken wir mal, ob es da spukt. Ja. Ich finde das aber irgendwie doch schon ein bisschen cool, dass sie das alles hier for free raushauen. Ich meine, natürlich, das ist halt einfach Promo für Borderlands 3, so nach dem Motto. Ja, ja. Aber das ist halt... Muss da, glaube ich, schon so eine kleine Herausforderung für die Entwickler gewesen sein. Oder nochmal auf die alte Engine zurück und dann... Ja, sie haben ja ein HD-Deck-Jetpack. Ja, schon, aber ich meine halt so für die Entwickler. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, ich will mir mal ein bisschen Muni holen für die eine Waffe hier. So, gut. Ich habe die Tür schon getan und verstärkt die dunklen Kräfte umfällt. Du bist ein Kunde. Öffne deine Ader! Nichts mehr zu tun, du kannst nicht mehr ausrasten. Hm. Scheiße, ne? So, fahr du. Njom. Aha, so ging das. Die Sounds hören sich auch ein bisschen besser an, oder das täuscht? Das täuscht. Wir gehen da! Kommen Sie bitte mit! Hören Sie auf, fremde Leute zu belästigen! Hörst du auf hier? Arschloch! Was schießt du auf mich? Ich hab noch gar nichts getan, ich nehme sie noch in Schutz. Aber unsere Geschütze funktionieren, ne? Haben wir gut repariert. Schützenhilfe, Abschluss. Ich glaube, Borderlands 2 hatte ich mir damals im Pre-Sale gekauft. Erschien irgendwie September, Borderlands 2. Und dann habe ich mir das für 26 € oder so gekauft. Und naja, war es teurer.
Wir und hat sich absolut gelohnt, ne? Cassius ist unsere einzige Chance, Mordecai zu retten und Sanctuary zurückzuerobern. Na, warte. Britannium ist echt solides Zeug. Da kann man ja gar nicht. Könntest du mir bei einer Rekrutierungskampagne helfen? Haben wird nicht reichen. Also. Jo, Lilith. Was ist mit der Helios Moonshot? Ja, das ich kann doch nichts dafür. Du hast eine Weile auf Helios gelebt. Denkst du, wir können die Moonshot-Kanone zum Laufen bringen? Ja, wir können weiter, ne? Aber nur damit du es weißt, um Helios von innen zu sehen, wir hören es ja trotzdem. Die Burrows. Hab Spaß und stirb nicht. Genau. Weißt du übrigens die Stimme, ne? Ich mag es nicht, Jacks Waffen zu benutzen, von... aber wenn es uns hilft, kann ich damit leben. Ja. Oh Mann, das ist aufregend. Die Burrows zu überleben ist ein Banditenritual. Weißt du was? Wenn du es schaffst, kannst du mein Vize-Kriegshäuptling sein. Mhm. Vize-Kriegshäuptling? Unter uns oder was? Na, ich hab... Ah ja, schon. Hier Moxie. Ah, okay. Da. Moxie ist auch hier. Hallo, Schätzchen. Ich habe etwas Wichtiges für dich. Falls du es noch nicht wusstest, mein Sohn Scooter, er ist vor kurzem gestorben. Das war so traurig. Er starb so, wie ich ihn immer gesehen habe. Als Held. Ich habe mich verabschiedet. Doch bevor wir Sanctuary verließen, habe ich ein Echo bei Scooters Sachen gefunden. Es war für dich, Kammerjäger. Hey, Kammerjäger! Oh, Scooter. Für den nur zu wahrscheinlichen Fall, dass ich von einem Dinosaurier, einer Riesenexplosion oder sowas geplättet wurde, ernenne ich dich hiermit zum Vollvollstrecker meines Testaments. Oh, mein lieber, dummer Junge. Okay, sammle als erstes meine besten Schmuddelheftchen für die Nachwelt ein. Sobald du sie alle gefunden hast, such bitte einen neuen Besitzer für sie, ja? Hier ist noch Sexy ne- Rescue. Ruf der Sirenen, Busenfreund. Ja. Und eine ist hier noch. Ja, die willst du jetzt erstmal annehmen, die Quests, ne? Ja, klar, die drei Stück. Das haben wir immer so gemacht. Das wird auch ein bisschen länger, geht das ja auch. So kurz waren die DLCs ja auch nicht immer unbedingt, ne? Ja, schon, aber na gut, das ist halt gratis, ne? Ich hätte es erwartet, dass es kürzer ist. Ja, ernsthaft? Ja, ja. Ah, Dr. Zed. Alle machen sich. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich, wenn du dir nicht zu fein bist. So wie ich das sehe, brauche ich keine obskure Approbation, um Leuten zu helfen. Und ich bin genau der Richtige, um diese mutierten Häufchen Elend wieder zu den Männern zu machen, die sie einst waren. Aber ich muss das Mutantengewebe erst studieren. Kannst du mir ein paar Brocken von diesen grünen Blutviechern bringen, gegen die du kämpfst? Dann kann ich die schneller heilen, als du sagen kannst. Hey, der Typ ist gar kein Arzt. Was sucht er in einem Kinderkrankenhaus? Unter uns gesagt, habe ich auch meine eigenen Gründe für dieses kleine Projekt. Ich will diese Tennis beeindrucken, weißt du? Der würde ich gerne mal die Petrischale polieren, wenn du verstehst. Oh, oh ja. Geld kriegst du auch immer, ne? Nee, klar. Nee, kriegt man nicht? War das nicht so? Also, wenn ich Geld nehme, so meine ich das jetzt. Hey, da ist gar keiner. Ich hänge am Kopf. Ich honkte. Eine nehme ich. Hey, setz uns Arschloch. Auf Lage und lass alle wissen, dass wir diese Siege eingefahren haben. Okay, alle vier Quests sind jetzt da drüben. Ja, das ist doch schön. Platziere die erste Flagge, platziere die zweite Flagge. Tick, tick, tick. Ich habe das echt nicht so schön in Erinnerung. Aber wie gesagt, das machen, denke ich mal, die Texturen, ne? Auch die Waffe, die sich jetzt hier dreht, das ist ja schon fast zu gut. Du hast tatsächlich einen infizierten Soldaten zurück ins Lager gebracht? Mann, ich dachte, eure Idiotie könnte man schon gar nicht mehr überbieten. Aber du belehrst mich eines Besseren. Ach, der bekommt, was er verdient. Konzentriere dich auf Helios. That's right.
Hol dir ein Gefährt. Also gut, diese Tunnel sind heiliges Banditengebiet. Und ich breche den Banditenkodex, wenn ich dir jetzt sage, wie du reinkommst. Aber alle, die es ihnen sagen könnten, sind ja schon tot. Räum einfach dieses elektrifizierte Tor aus dem Weg. Die Sandwürmer werden wahrscheinlich nicht entkommen. Ich hatte dabei Spaß. Guck, aua. Arschloch. Wir waren doch schon weg, ne? Sowas macht man nicht. Oh, der Kleine. Randale! Ich darf mich das nicht. Das macht aber Spaß, sich das anzugucken, wie du da langläufst. Deswegen habe ich eben so ein bisschen zugeschaut. Oh, oh, da oben. Bist du schon. Nee, du bist noch nicht in der Höhle. Ich bin hier auf der anderen Seite. Ja, hier unten geht's rein, glaube ich. Wo ich bin. Glaube ich. Ich weiß das gar nicht so genau. Nee, ist höher. Habe ich nicht gesehen. Ich komme. Ja, ich bin über was geht. Das hat eben gemacht, wo ich lang gelaufen bin. Das mag ich ja so. Das hört man immer. Warte. Jetzt nicht. Genau, ich dachte. Da. Stell die Flagge auf, damit jeder weiß, dass das hier jetzt unser Gebiet ist. Die zweite Flagge ist in die andere Richtung. Ne, erstmal müssen wir hier die Rotter klären. Ach so. Oh, lol. Hast du die Kraft gekillt? Weiter zum nächsten. Zu zweit sind wir unschlagbar. Okay, weiter geht's. Das war mein Geschütz hier. Ah. Das muss ich mir merken. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht, ne? Weiß nicht, hast du das noch nicht genutzt? Das ist meine Fähigkeit die ganze Zeit. Ja, das ist ja bei dir ein bisschen anders. Du bist ja ein Nahkampf-Spezialist. Meine Helios-Hellions hießen früher Kinder von Helios, aber das klang irgendwie nach einem Kult. Also haben wir uns für ein Rebranding entschieden. Die Jungs waren total aufgeregt, bis ich ihnen verraten habe, dass Moment mal. Das geht nach oben irgendwie, ne? Moment mal. Vaughn. Und die Stimme. Könnte das, war Vaughn nicht der beste Freund von hier Tales of the Borderlands, von dem Charakter? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nur, dass Scooter gestorben ist. Aber hier sind wir irgendwie auch nicht richtig, ne? Guck mal am anderen Ende. Ob da eine Möglichkeit ist, hochzukommen. Ne. Doch, hier könnte man das vielleicht hoch. Ja, Vaughn war der beste Freund. Ach so. Ja, das war dieser Spacke, der nachher dieser Muskelprotz wurde. Ja, genau, mit dem Bart auch. Ja. Jetzt. Da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil er hier irgendwas meinte von wegen Kinder von Helios. So, hä? Vaughn, Kinder von Helios? Ja. Kommen wir da irgendwie hoch? Wo du jetzt bist? Irgendwie muss man. Hier weitergehen? Irgendwo muss es doch lang gehen. Deine Fresse kann eine Portion Bleib ertragen. Ah, hier. Ah, okay. Ich glaube, ja, bist doch du vorne. Aber der Hauptcharakter von Herr Dr. Borland wird doch eigentlich auch noch. Ne, eigentlich stirbt nur Scooter. Ja,
Eigentlich lebt die Show und der Typ ja auch nicht. Nö, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur an den dramatischen Tod von Scooter erinnern. Der uns alle gerettet hat. Toll! Hier tauchen schon einige Rekruten auf! Komm zurück! Wir müssen dich auch noch aufnehmen! Nicht so schnell, ich hatte noch Freunde zum Spielen. Wo bist du jetzt? Du bist beim Auto, ne? So stressig, ja, ungefähr. Ja, ich bin hier oben drauf. Hier ist noch eine Quest. Hier ist ein Generator oder sowas. Okay. Generator. Na, ich wollte hier ein Schmuddelheft suchen vom Scooter, das ist hier. Hast du es gefunden? Ja. Aha. Oh. Das ist hier. Kannst du nochmal herkommen? Hier ich beeil mich, ich bin am Rennen. Pass auf dich auf, ich sehe das schon, dass du kein Schild hast im Moment. Da brauche ich auch nicht. Jetzt oh ja. Wir sind Busenfreund, Busenfreunde. Eindeutig zu einem meiner Lieblingshandarbeitshefte. Ich meine, hey, ach, hast jetzt gesammelt, ja? Ich habe kein Bustier getroffen, das mir nicht gefiel. Mama hat mir das Wort beigebracht. Die Lache. Herzchen, Scooter hat uns gebeten, ein neues Heim für seine Wix-Heftchen zu finden. Interesse? Oh, wow, das ist so ein großzügiges Angebot, könnte ich nie annehmen. Ich bin auch gleich da. Fette Brick nimmt sie. Nee, ich warte. Kein E, jetzt habe ich ein E. Oder wo? Das sieht so schön aus. Ach, da oben? Was ist denn das da? Guck mal, da ganz oben, kannst du da hochgucken? Da dreht sich was.